Was geht ihr Menschen? Clemens hier. Wisst ihr, was ich mich letztens gefragt habe? Was sind eigentlich so die Spiele, die sich so in unserer gesamten Menschheitsgeschichte so am allermeisten verkauft haben? Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken auch kennt, aber man hat irgendwie so seine Spiele und die findet man irgendwie auch ganz cool und dann fragt man sich so, hey, wie viele Spackos außer mir haben sich dieses Spiel eigentlich noch gekauft? Und deswegen heute mit den Top 13 der Spiele, die eben noch ganz viele andere Spackos gekauft haben. Ich bin mal echt gespannt, ob ihr die Liste auch so vermutet hättet, wie sie denn dasteht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht. Denn auf der 13 steht Call of Duty Black Ops. Black Ops ist der einzige COD-Teil, den ich mir gekauft habe. Ich weiß noch gut, wie ich damals mit meinem besten Kumpel in den Laden bin, damit er den Ausweis vorlegen konnte, als ich mir das Spiel gekauft habe. Denn das Spiel kam Anfang Dezember 2010 raus und er wurde im November schon 18 und ich wurde halt erst im kommenden April. Boah, war mir das peinlich. Aber hey, ich hatte mein erstes Spiel ab 18 gekauft. Boah, war ich stolz. Weil ich war erst 17. Oh, ich bin schon ein harter Banger. Nummer 12, GTA 4. Habe ich lustigerweise nie durchgezockt, weil, weiß ich auch nicht, Wladimir Dimitri Wieser nochmal. Keine Ahnung, der war mir irgendwie unsympathisch auf Dauer. Und dann gab es echt noch so ein paar Missionen, die mir echt auf die Nerven gegangen sind. Boah. Und dann die Spielphysik, gerade was Autos anging. Alter, bis Schiffchen gefahren auf der Straße. Weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber das hat irgendwie so dazu geführt, dass ich GTA 4 nie so wirklich besonders fand. Auf der 11, GTA San Andreas. Ich kann mich noch gut dran erinnern, 2006 habe ich mir einen Computer gekauft, extra nur, damit ich GTA San Andreas spielen kann. Gott, das war 2006, da war ich in der 8. Klasse. Also 13. Also FSK-Richtlinien sollte man auf jeden Fall beachten, sonst könnte man davon einen Schaden erleiden. Aber in der Hinsicht habe ich Glück, weil ich bin ja normal geblieben. Auf der 10 New Super Mario Bros. Für die Wii. Auf der 9 Wii Play. Auf der 8 New Super Mario Bros. Für den DS. Mit 33,38 Millionen. Er hat 33 gesagt. Was ist an 33 so witzig? Weiß ich auch nicht. Was? Was ist eigentlich falsch mit dir, Clemens? Auf der 7 Wii Sports Resort mit 31,89 Millionen Verkäufen. Ey, ich würde euch voll gerne was zu Nintendo erzählen, aber ich habe voll keinen Plan davon. Meine Nintendo-Erfahrung beschränkt sich auf einen Game Boy Color mit Pokémon Silber Edition. Ich weiß, ich bin voll der komische Gamer in der Hinsicht. Auf der 6, und jetzt haltet euch fest, GTA 5 mit 32,5 Millionen Verkäufen. Bam! Alter, was? Dieses Spiel ist gerade mal seit 4,5 Monaten draußen und hat sich jetzt schon auf die 6 der jemals meistverkauften Spiele aller Zeiten katapultiert. Alter Finne! Und vor allen Dingen reden wir hier von einem Vollpreistitel für 60 Euro und der erschien nur auf der Xbox 360 und der PS3 und Rockstar, so PC-Version? Nö, brauchen wir nicht. Nicht mal in andere Sprachen synchronisiert wurde das Spiel. Alter, ich finde das richtig krass. Wobei man auch wirklich, wirklich, wirklich aus allertiefster Gamer-Seele sagen muss, dass das wirklich krasses fucking Meisterwerk geworden ist. Kein Scheiß, als das rauskam, bin ich sofort losgerannt, hab mir so ein Ding gesichert und hab mir ganze 4 Tage für nichts anderes Zeit genommen, als für dieses Spiel. Und als die Story-Mission durch war, saß ich vorm Bildschirm und dachte so, was? Es ist vorbei? Nein, es darf nicht vorbei sein. Es kann nicht vorbei sein. Es war wirklich, als wäre eine kleine Ära geendet. Und dann musste ich mit ziemlich schmerzhafter Demut feststellen, dass die Realität doch wieder Oberhand über mein Leben gewonnen hat. Okay, das klingt eigentlich schon ziemlich nerdig, wenn ich das so sage. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr den Abspann auf eurem Bildschirm gesehen habt? Beziehungsweise, wie haben sich die über 18-Jährigen gefühlt, als sie den Abspann auf ihrem Bildschirm gesehen haben? Auf der 5 Mario Kart für die Wii mit 35,36 Millionen verkauften Exemplaren. Krass, wie Nintendo abgeht, Alter, ganz ehrlich. Ich wusste zwar, dass die gut dabei sind, aber dass sie so gut dabei sind. Nummer 4, Minecraft. Kann man Minecraft mittlerweile auf einer DVD oder so kaufen? Dieses Spiel soll manche Leute so gefesselt haben, dass sie davon über 1000 Folgen aufgenommen und online gestellt haben. Kommt übrigens aus welchem Land? Richtig, Schweden. My name is PewDiePie. Auch bei mir gab es so eine Zeit, wo ich Minecraft ein bisschen gesuchtet habe, aber die ging irgendwie relativ schnell vorbei. Auf der Nummer 3, auf der 3 Super Mario Bros. Das Original. Mit 42,4 Millionen habe ich bis heute nicht gespielt. Das tut mir leid, ich bin voll der Spaß. Auf der 2 mit 43 Millionen verkauften Disketten Tetris. Krasser Scheiß. Vor allen Dingen neben Minecraft das einzige Spiel auf dieser Liste, das nicht aus Japan oder den USA kam, sondern aus Russland. Und auf der unangefochtenen 1, Wii Sports mit 82 Millionen Exemplaren, die
halt eben irgendwie wegging. Denn Wii Sports wurde halt wirklich einfach zu jeder Wii mitgegeben, die halt verkauft wurde. Wobei man trotzdem sagen muss, das ist ein krasser Erfolg. 82 Millionen, das ist Deutschland komplett. Das würde bedeuten, jeder in Deutschland hat das. Du, dein Bruder, deine Mutter, dein Onkel, deine besten Freunde, dein Lehrer, Leute, die du im Fernsehen gesehen hast, einfach alle. Wie sieht's bei euch aus? War das auch so in etwa die Liste, die ihr im Kopf hattet, oder wart ihr jetzt doch von einigen Dingen total überrascht? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, ansonsten nach unten. Hier oben kommt ihr noch zu 8 ziemlich dummen Erfindungen, die unsere Menschheit so hervorgebracht hat, und hier unten findet ihr 6 kreative Wege, wie man sich das Leben nehmen kann. Wenn du noch kein Teil unserer Community bist, dann würde es mich freuen, wenn du zu uns stoßen würdest. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Es hat mir mal wieder großen Spaß gemacht, hier zu stehen. Bis dann, haut rein, macht's gut. Krebstanz. Oh Gott, hoffentlich sieht man mir meine Müdigkeit nicht zu krass an. Es ist 3:35 Uhr, mein Gott.